Bei der Ausführung des Hertalan-T-Stoßes wird eine Schweißschnur benötigt. Diese wird ca. 50 bis 60 mm im Bereich des Nahtversatzes unter die überdeckende Bahn eingelegt. Wichtig ist, dass sie ca. 1 cm länger als die Kante des T-Stoßes ist. Ein Tipp: Zum Fixieren der Schweißschnur den unterliegenden Nahtbereich leicht erwärmen. Beim darauffolgenden Verschweißen sollte darauf geachtet werden, dass Sie im T-Stoßbereich einen kurzen Moment verharren, um die Schweißschnur zu erhitzen, bevor danach die Bewegung mit leichtem Druck über die Kante weitergeführt wird. Und fertig ist die Hertalan T-Stoßausbildung mit Schweißschnur.